Ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man mit Miles Morales. So, wir müssen eigentlich die FSDN-App noch weiter abarbeiten. Sitzt am Hochhaus fest. Das ist mal kein Fall für denn wir wollen noch weitere Anzüge haben. Bevor wir in die endgültige Main-Mission gehen, ja, die Story beenden. Ich habe mich enttäuscht, dass immer noch, dass die Story schon bald zu Ende sein soll. Ich meine, die Nebenmissionen sind nett, ja. Aber die Story war halt schon... Die hat mir gefallen, muss ich ehrlich sagen. Die war jetzt... War eine übersichtliche Story, die war nicht unnötig langgezogen, aber irgendwie ein bisschen kurz gewesen. Und mit ein paar wenigen, sag ich mal, richtigen Gegnern. Wir haben zwar immer wieder den Underground dabei gehabt, wir hatten die Leute von Roxxon dabei als Gegner. Ja, also es gab ja immer wieder Aktionen oder Situationen, wo wir schon vernünftig Gegner hatten. Zumindest von der Menge her. Aber was mir halt so ein bisschen fehlt, die Superschurken, ja? So wie Sandman, Rhino, ne? Wir haben nur zwei Kämpfe mit Rhino gehabt bis jetzt. Da hätte wesentlich mehr kommen können. Oder dass Fisk noch mehr mit hier seine Finger im Spiel hat. Oder von mir aus auch Roxxon und noch irgendein ein anderer Superschurke. Der Prowler hätte vielleicht später unsere Identität rausfinden können, so dass wir vorher noch gegen ihn kämpfen können. Als richtige Gegner. Weiß ich nicht. Also ein bisschen fehlt mir da was, muss ich ehrlich sagen. Spider-Man, dem Himmel sei Dank. Die Plattform hat einen kurzen. Ich stecke hier fest. Ich habe auch einen kurzen. Oder die Plattform reparieren. Plattform klingt besser. Wie? Jetzt soll ich die Plattform reparieren? Ich habe hier echt Panik. Ist da oben, ja? Sag mal nicht so unhöflich, du Arschkrampe. Der Strom ist abgedreht. Komisch. Ich muss diese Typen da beseitigen. Immerhin helfe ich hier ehrenamtlich. Mehr oder weniger freiwillig sogar ehrenamtlich. So, okay, sie haben mich gesehen. Oh, das ist ein großer. Erstmal weg hier. Das war jetzt ein bisschen peinlich hier, mein Gezappel, wenn kein Gegner da ist, ne? So. Haben wir hier noch was Cooles? Können wir noch was Cooles machen? Nur vom Dach schubsen. Okay, denn dich aber auch. Tschüdelü. Stell dir mal vor, du isst da zu Abend, auf einmal klatscht da einer gegen das Fenster und klebt da so rum. Okay, ja, hier Strom. Mhm. Ja, ich sehe schon das Problem. Ich habe elektrisch natürlich, ich habe ja in Physik aufgepasst, ne? Wenn wir ein Netz von dort nach dort spannen, das klang nicht gut. Dann verursachen wir einen Kurzschluss. Die Ladung hat den Stromkreis wohl zurückgesetzt. Wenn ich diesen Kabeln folge, könnte ich den Strom vielleicht da wieder herstellen. Durchhalten, Sir. Gleich läuft alles wieder. Huch, wir haben Kurzschluss verursacht. Na bitte. Kann ja mal passieren, ne? Wir sind ja kein Fachmann. Wir haben nur in Physik ein bisschen aufgepasst. Das sollte reichen. Jetzt noch den Schalter zurücksetzen. Wenn ich mit Strom in diesen Kasten schlage, hat er wieder Energie. Wichtig ist reinschlagen. Ja, mit Gewalt macht man alles heile. Sieht aus, als kommt der Strom bis hier. Okay, jetzt müssen wir nochmal einen Knopf drücken. Das hört sich an, als ob das Ding viel zu viel Spannung hat jetzt. Du hast mich gerettet. Oh Mann, wie soll ich dir nur danken? 5 Euro. Ach, war kein großes Ding. Ehrlich. Ich bin schon von Dollar auf Euro umgestiegen, ja? Egoistischer, geizhalsiger, undankbarer. Deine App ist der Hammer. Ja, danke. Habe ich gern gemacht. Sie weiter. Mhm, dankeschön. Ja, immer mehr Gratisarbeit für mich. Das finde ich toll. Ich freue mich. Schön, dass ich was umsonst machen kann, ja? So, wir haben hier aber noch... Guck mal, da wird uns auch schon wieder ein Bösewicht angezeigt. Und zwar... im Dach nebenan. Nicht auf dem Dach. Hä?
Ist der hier unten? Wo soll der sein? Wegen dem hier? Okay. Skurril. Ja, gut, dann ist das eben so, ne? Wir können ja nicht alles machen. So, wo wollen wir denn weitermachen überhaupt? Wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Das Eis macht meinen Kran kaputt. Der Kran ist vereist und könnte umfallen. Hoffentlich ist dort niemand. Ja, puh. Tageszeit, Baustelle, ich weiß ja nicht, meins. Aber wir gehen mal gucken, ne? War hier nicht letztens noch eine Party? So. Oh, falsche Taste. Ah, das laden wir unterwegs wieder auf. So. Einmal durch den Central Park. Führt sogar eine Straße durch, quasi. Wusste ich gar nicht. So, hier hatten wir auch schon was gemacht. Vögel geärgert oder so. Ah ja, genau, die Tauben, ne? Die Tauben waren hier. An dem See. Ach Mensch, Genki, du alter Zeitgenosse, du alte Dattelpalme. Ich weiß jetzt gar nicht, ich wollte ja eigentlich woanders hin, aber na gut. Okay, ihr zeigt nach hier. Hallo? Habt ihr einen Einbruch gesehen? Auf dem Dach oder was? Tatsache. Guckst du dir an, die Schlawiner. Übers Dach steigen die ein. Keiner weiß, wie die hier hochgekommen sind. Nicht heute, Einbrecher. Okay, kleinen Moment. Habe ich. Und, hat's funktioniert? Oh, runter mit dir. Nein, tust du nicht. Ich schlag dir den Schädel ein. Und wehe, ich erwische euch nochmal bei Verbrechen in meiner Nachbarschaft. Ja, haben wir den Spieß umgedreht. New York. Okay, wir haben die Main Mission. Wir wollten aber eigentlich dahin. Da ist der Kran. Oh, ich sehe ihn schon. Ist er das? Nee, ist er noch weiter hinten. Wow, das ist echt viel Eis. Mal sehen, was der Bauarbeiter zu sagen hat. Wie zum Geier ist das möglich? Okay. Oh, zu weit. Ja, da ist er schon. Du bist hier. Ja, aber ich rede nicht mit dir. Ich bin nur kurz vorbeigekommen und wollte wieder gehen. Was soll ich machen? Den aufwärmen? Gegenpusten? Anhauchen? Eurem Kran ist wohl ein bisschen schwindelig. Wie kann ich helfen? Ja. Schwindlig. Der Motor ist hin. Und durch das ganze Eis ist das Gleichgewicht gestört. Ja, das sieht echt böse aus. Ich habe den Bereich unterm Kran geräumt. Aber er könnte auf die Straße fallen. Du musst das Eis entfernen, bevor das passiert. Bin dran. Okay. Nutze die Netzschießer. Upp. Eise rieselt der Schnee. Ja, Piet hat recht. An den Sprüchen muss ich noch arbeiten. Wir müssen da mal rüber. Das ist ja... Können wir hier an die... Okay, wir müssen nochmal hoch. So, wollen wir mal schauen hier.
ist irgendwie befriedigend. Ja, die ganze Zeit hier abzuspritzen. Was? Normalerweise breche ich das Eis nie so leicht. So. Oh, der war schlecht. Ach so, hier. Auch noch, ne? Guck mal, der hat ja hier drunter hat er auch noch ein bisschen Eis. Das ich aber nicht erreiche. Okay, wir versuchen es von der Seite. Möchte jemand ein Eis? Schön über der Straße. Alles Gute kommt von oben. Kann ich den Kran stabilisieren? So. Von wo? Von da? Gut. Ich muss ihn einfach nur von der Straße wegziehen. Oh, nein, 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 nein! Okay. Niemand ist verletzt. Aber wenn ich den Fahrplan richtig im Kopf habe, ich muss sofort die Gleise freiräumen. Hoppala! Ja, das kann schon mal passieren, ne? Ich muss das schnell zerstören. Weg hier! Oh, das hätten wir noch viel knapper machen können. Tja, den Kran stabilisieren war nur die Spitze des Eisbergs. Aber okay, genug Eiswortspiele für heute. War aber eine frostige Angelegenheit. Aber das haben wir ganz schön fresh gemeistert. Eiskalt haben wir den Kran gegen die Wand geschmissen. Okay, ich lasse das mal auch sein mit diesen ganzen Eisspitzen. Ne? Die sind ein bisschen zu kaltherzig für die Jahreszeit. So. Nächste App. Was ist denn das hier? Faust. Achso, ja, stimmt. Das haben wir auch noch. Ja. Da sind wir schon dicht dran, ne? Vermisste Katze. Guck mal, wir haben jetzt noch zwei. Dann hätten wir nochmal eine Mission. Ich weiß, die App ist für was anderes gedacht. Aber machst du ein Foto mit mir? Oh, eine Katze. Ah, wir sind eigentlich so nah dran. Da bin ich genau der Richtige. Das würde ja Sinn machen, komm. Wir gehen erstmal hier. Wir gucken uns das erstmal an. Sag mal, wie hoch muss ich auf dem Gebäude sein, damit er sich auf den Rücken schmeißt? Okay, das war nix. So, wir brauchen... Wir dürfen keine Kante haben, richtig? Das heißt, so ein Geländer wäre schlecht, aber... Hier oben dürfte das eigentlich gehen. Reicht das hin von der Höhe? Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Juhu! Okay. Das war's nicht. Ich weiß halt nicht genau. Das ist es auch nicht. Das ist schon interessant. Ich weiß, dass der sich bei einer bestimmten Höhe, wenn man einfach nur über diese Dachkante hier springt, dass der sich quasi auf den Rücken dreht. Oh, so können wir richtig schnell fallen. Warte mal. Wir sind ja eh schon vor Ort, ne? Wir gucken gleich mal. Ne, so können wir uns nur schnell fallen lassen. Ihr solltet das echt nicht auf der Straße machen. Schade, Schokolade. Aber wir haben schon wieder was Neues herausgefunden. Immerhin. Da, gegen Ende des Spiels, ne? Gehen wir hier einmal durch. Oh. Emanzipiert habe ich dir ins Gesicht geschlagen. So.
Okay. Aua, das tat ein bisschen weh. Kannst du wieder haben? Es sind aber viele. Aua! Ein Nachzügler. Oh, jetzt müssen wir einmal ein bisschen durchsortieren hier. So, warte mal kurz. Habt ihr was für euch? Ja, ja. Wunschdenken. Boah. Gleich zwei richtig nice Venom-Angriffe. Oh, hat ein bisschen spät erkannt hier. So eine Venom-Kombo. Richtig geil. Das waren alle. So. Sind sicher. Nutze Schwerkraft. Oh, das war sogar Teil der Mission. Hätte ich das mal gewusst. So, ich würde halt wirklich, wirklich gern wissen, wie das funktioniert, dass man sich hier so auf den Rücken legt. Aber es scheint ja nicht der Knopf zu sein. Nee, der auch nicht. Also ich muss schnell runterlaufen. Vielleicht, wenn ich beide drücke. Oder? Nee. Es gibt keine falschen Superhelden-Dame. Junge Dame. Dame. Ein bisschen abwertend, ne? Nett gemeint, aber irgendwie abwertend ausgedrückt. Ausweicher haben eine Straße blockiert und Geiseln genommen. Das kann heiter werden. Nee. Aber hier hoch, Miles. Danke. Wo denn? Leicht. Nee, das war's auch nicht. Schade. Was für eine Spinne? Hier ist eine Spinne? Hast du Spinnen? Danke. Ich saß im Stuhl. Zeig mir, was du kannst, Freak. Ich brauch Hilfe. Ich bin da. Ah, ja. So langsam haben wir's. So langsam haben wir hier einen Bogen raus. Das ist herrlich, oder? Nice. Das war's. Venom-Angriffe wären es gewesen. Okay. Ich lese mir das aber auch nie durch. Ne? Aber ich mache auch lieber so, wie es sich gerade ergibt. Guck mal, wir haben hier ein blaues Feld eben gehabt, ne? Hier vorne. Auf dem Boden. Dem Dach. Und das aber hoch. So, dann wollen wir doch mal. Der Underground scheint hier was zu verstecken. Ist dem so? Oh, zu weit! Okay.
Und du wolltest jetzt was genau dagegen tun? Komm mal her. Tschüssi. Du auch? Tschüssi. Oh, warte. Huch. Nanu, nana. Oh, hat nicht geklappt. Das muss ich getan haben. Boah. Es ging. Es tat mir in der Seele weh. Sagen wir es mal so. Ich weiß noch nicht. Jetzt aber. Komm mal her. Das gibt's doch nicht. Verzieh dich jetzt. Olle Nervenkröte, du. Warte, warte, warte. Der will uns was wegnehmen. Gibt's hier eine Kiste? Ne? Aha, 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 aha. Irgendwo hier 17 Meter da unten. Ja, wunderschön. Eine Werbetafel zeigt jetzt das Logo vom Underground. Sehr verdächtig. Falsche Richtung, Genki. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Ich komm klar. Ich komm klar. Ich weiß nicht, was ich mache. So. Durchs Tor. Ach, schade. Da war die Kurve ein bisschen zu weit gefasst. So, ein paar hundert Meter hier. Ich würde... Nachbarschaft meldet einen gar nicht so freundlichen Waffendeal. Ja, aber ich kann jetzt nicht, Genki. Ich bin hier am... Oh, das war so ein cooler Sprung, wie ich gemeint habe. Letzte Folge. So durch dieses komische Ding durch. Geilo. So. Oh. Huch. So, einmal hoch. In die Richtung. Ah, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Es kann nur besser werden. Ja, bis da hinten haben wir den auch wieder voll. Ja. Das muss er sein. Jetzt, einmal will ich das noch hier ausprobieren. Oder geht das nur bei einer bestimmten Höhe? Er springt ja rückwärts, ne? Nicht 21 Meter. So, mein Gutster, was können wir denn für dich tun? Hey, Probleme mit einer Katze? Ja, Vector, mein Kater ist weggelaufen, als ich die Post holte. Hier, diesen Rucksack liebt er. Wenn du ihn findest, springt er sofort rein. Sind Katzen in Rucksäcken jetzt in? Haben sie etwas, das nach Vector riecht? Hier, sein Lieblingsspielzeug. Süß. Eine Maus. Scannen? Und ich habe eine Spur. Keine Angst, Vector kommt nach Hause. Wäre vielleicht ganz cool, wenn der Rucksack ein paar Luftlöcher drin hätte. Es gibt tatsächlich so eine Rucksäcke für Tiere, wo man die reinstopfen kann. Finde ich persönlich scheiße, aber wenn man den schon in den Rucksack stoppt, da gibt es extra so welche, da können die dann rausgucken und haben Luftlöcher drin. Weil den Rucksack offen lassen, ich weiß ja nicht, ne? Rutscht der Reißverschluss doch runter? Ja, tote Ratte. Ist die Katze doch weg, ne? Gut für Vector, schlecht für die Ratte. Aber ist die richtige Spur, ist unter den Bus. Die Spur führt runter. Ah. Die Kanalisation. Ich bleib lieber auf der Straße, danke. Die Katze wird echt schräg riechen. Okay, jetzt müssen wir hier einmal die Gullidecke abforsten, denke ich mal. Hier einen haben wir da vorne. So. Nein,
Hier kam Vector nicht raus. Und einen haben wir hier. Hier ist sie nicht raus. Bitte zwing mich nicht in die Kanalisation, Vector. Hä? Okay, da haben wir auch nochmal einen Gullideckel. Wir schauen mal hin. Irgendwo muss der Kater ja sein. Da ist die Spur wieder. Hier kam er raus. Also bleibt mir das erspart. Den Geruch hätte ich nie aus dem Anzug bekommen. Vectors Vector geht diese Feuerleiter hoch. Der Sprungkatze. Alter. Aber wobei, ist nicht abwegig, ne? Katzen sind echt mega geile Kletterkünstler. Und die können auch sehr gut springen. Vectors Halsband. Noch warm. Bin nah dran. Okay, kann man schon von ausgehen, dass die Katze hier wirklich hochgekommen ist? Eine furchtlose Katze. Respekt. Ja, das traue ich der Katze auch zu. Boah. Unterm Container, über den Ding hier. Hier entlang, hier ist drunter. Unter die Lüftungsanlage. Also kriech. Vector! Halt durch, Kumpel! Ich komme! Jetzt muss ich aufstehen, oder was? Hab dich! So. Junge, Junge. Jetzt riechst du wirklich nach New York, Vector. Wow. Also, ab nach Hause. Ah, da ist die Katze. So, Vector, hast du Lust auf ein bisschen Fun? Gut festhalten, nicht, dass du rausfällst. Pass auf. Hui! Halt dich fest. Gleich daheim. Hui, das mag die Katze. Ja. Du überlegst dir das zweimal, ob du nochmal abhaust. Hui, guck mal. Der nette Mann hat dich gefangen. Hast du Angst? Ja. Nicht mehr weit. Die Katze ist schon voll am Winken. Hilfe, Hilfe. Nein, der Typ ist verrückt. Kommen da die Pfoten raus. Bitte nicht, nein, hör auf. Hui, und pass auf, Vector, Sturzflug. Hui. Das machst du gut, Vector. Mit Rolle. Oh, schön über den Rücken abgerollt. Es tut mir leid. Manchmal bin ich auch ein bisschen fertig, ne? Immer. Manchmal gleich immer. Immer bin ich ein bisschen fertig. Was stimmt mit euch nicht? Ich habe eine Katze im Rucksack, was denkst du? So ein Massageding am Rücken. Fühlt sich schräger. Ich glaube, die Katze will uns verprügeln. Ah, schade. Danke dir. Ich dachte, wir können noch mal ein bisschen mit Vector Spaß haben. Dieser Geruch. Oh, Vector, du hast dir einen Vollbart verdient. Süße Katze. Stinkt. Aber echt süß. So, endlich eine App, die funktioniert. Spidey liebt alle Tiere. Ganz genau. Naja, außer die Ratten, ne? Die nicht unbedingt. Jetzt machen wir noch einmal schnell das Foto. Das ist ja gleich hier vorne. Und dann haben wir die App auch schon abgearbeitet. Lecco mio. Ja, so. Gleich hier vorne, 570 Meter. Das geht aber voll fit. Oh, mir fehlt eine Katze. Mit der Katze war das lustiger. So. Okay, aber haben wir doch noch ein Stück vor uns, ne? Moin! Person, die ein Selfie will. So, jetzt kommt der schwerste Teil einer Quest. Spider-Man, hi! Ich weiß, du hast zu tun, aber kriege ich ein Selfie mit dir? Oh, cool, danke! Stell dich dahin! Oh! Es ist toll, vielen Dank! Moment. Kriegen wir das die Folge noch rein? Gute Frage, ne? Na komm, wir versuchen es. So, was sollen wir hier machen? Soll ich das zuspinnen? Ja, ich versuch's mal.
Ah. Oh ja, wer kennt's nicht? Machst du ein Gasleck zu, hast du woanders wieder neues, ne? Am besten direkt das Gas ausströmen lassen, bis alle ist. Ja, bis die Raffinerien nichts mehr nachliefern können. So, jetzt einmal hier um die Ecke. Oh, Junge, Junge, Junge. So. Das haben wir geflickt. Wir haben feuerfeste Netze, ne? Ist mir mal aufgefallen. Normalerweise Spinnennetze, die brennen ja ganz gut. Wäre es nicht sinnvoller, wir stellen das Gas ab, Kollege? Ich meine, dein Heldenmut in allen Ehren, aber... Das sind Gaslecks. Was? Ah, müssen wir einmal löschen. Kann ich das mit jedem Hydranten? Danke, Spider-Man. So eine Gasexplosion habe ich noch nie erlebt. Gut, dass du so schnell hier warst. Na los, Leute. Ja, doch so ähnlich in der Nordsee. Ich habe gehört, du hast eine App. Ich bin kein Technikfreak, aber für dich werde ich sie mir ansehen. Okay, kriege ich ein Foto, haben wir damit auch erledigt. Wir haben immer noch nicht die App abgearbeitet. Das ist aber fresh, oder? Okay, schließe alle FSDN-App-Aktivitäten ab, um diesen Anzug freizu... Ich will der goldene Spider-Man sein. Was war wohl die Ursache? Bei den alten Häusern? Danke, Spider-Man. Ist das jetzt die letzte Quest? Aber ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, in die Richtung mussten wir eh wieder, ne? Genau, dann können wir nämlich von der Quest direkt zum Fäustle gehen. Oder... Vom Fäustle zur Quest, je nachdem, was zuerst kommt. So. Aber ich würde glatt behaupten, wir haben hier nochmal so ein paar Ruhegebäude. Ist der hoch genug? Wir wollen uns mal auf dem Rücken drehen, ne? Oh, Verbrechen schläft heute. Haben wir keine Zeit für. Hier ist ein Geländer. Komme ich von hier direkt? Ah, das wird doch nichts. Ah, Mist. Leute, ich habe jetzt den Beweis, dass Spider-Man ein Verbrechen an der Natur ist. Ich erklär's mal. Okay. Kürzlich geriet ein Zwischenfall mit einem Kran und einem Hauch von Eis völlig außer Kontrolle, als sich der maskierte Übeltäter zum Eingreifen entschied. Das Ergebnis? Eine Katastrophe, wie sie diese Stadt noch nie gesehen hat. Wir warten noch auf die genaue Opferzahl. Aber ich kann bereits versichern, dass... Was? Ich höre gerade, dass glücklicherweise niemand gestorben ist. Aber wahrscheinlich gibt es viele Verletzte zu beklagen. Nope. Die Krankenhäuser sollen uns... Ernsthaft? Ja. Es hat offenbar keine Verletzten gegeben. Ja, da ist jetzt aber jemand getäuscht. Das ändert nichts daran, dass diese Tragödie hätte vermieden werden können, wenn Spider-Man der Natur seinen Lauf gelassen hätte. Jared! Schmeiß das Rechercheteam raus! Die wohnen doch mit dir zusammen! Hol mir einen von ihnen her! Den mit der Mütze! Na gut, hätten wir der Natur ihren Lauf gelassen, dann wäre der Kran nicht ins Haus reingescheppert, aber dafür auf die Straße geknallt. Samt Eis und Beladung. Gut, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal genau hier weiter. Machen denn dort vorne die Quest da... Und gehen von dort, können wir es auch schon sehen? Ja,
dahin, machen das fertig und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir denn alle Anzüge frei. Alle, die wir frei spielen können, ne? So, den müssten wir nur freischalten. Ich sträube mich halt nur davor, den beiden hier, weil die sehen halt echt schon ziemlich... Kann ich mich nicht mit anfreunden, aber die drei hätte ich schon gern. Die beiden, neues Spiel. Mhm. Beende die Kampagne Katzenfreunde. Okay, da muss es noch eine Kitty-Mission geben. Und hier haben wir nochmal das Spinntraining. Und ich glaube, das Spinntraining ist auf jeden Fall das Letzte, was wir machen müssen. Und die FSDN-App-Aktivitäten, die haben wir ja dann fertig, ne? Damit sollten wir dann alle Anzüge haben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen abschalten, habt vielleicht ein bisschen Spaß gehabt, euch die Langeweile vertrieben. Lasst gerne ein Like da, wenn dem so ist. Wenn nicht, dann lasst ihr halt kein Like da. Hm? Das ist auch nur... So, schaltet aber das nächste Mal gern wieder ein. Wir sehen uns. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut.